Ich würde gerade gern die Villa geladen werden, die Anna jetzt Justice bitten, herzukommen und mal den ersten Teil meines Vortrags zu übernehmen. Ich möchte, dass sie erklärt, in welchem Geisteszustand ich mich gerade befinde, als Einleitung für den Vortrag von Herrn Moser und auch für ihren eigenen Morgen. Und das mache ich ganz bewusst, weil mir geht es bei Slow Light auch um die Komplexität des Themas Lichts, und die Chronobiologie ist eines davon. Und ich bin gerade so ein lebendes Beispiel dieser Untersuchungen, die Anna gemacht hat. Also bitte, Anna, erklär bitte vorab, wie es mir geht. Tja, liebe Sigrun, das ist ganz schwierig. Ich weiß nun, ich würde mich in der Zwischenzeit zurückziehen und ein Kleid anziehen. Doch, nein, ich möchte dieses Kleid anziehen. Ich habe es gerade vorhin nicht geschafft, rechtzeitig. Und Anna wird mich jetzt da unterstützen und den Geist zu. Das ist ein improvisierter Moment. Sigrun hat gesagt, in den letzten Tagen hat sie 2 bis 3 Stunden pro Nacht geschlafen. Das ist ein Beispiel vielleicht von unserer schlafdefizitäre Gesellschaft, ein Extrembeispiel. Und wir wissen, dass mit wenig Schlaf unsere ganze Funktion, unsere ganze Hirnfunktion nicht sehr optimal ist. Wenn wir langsam müde werden, wie in einem dunklen Raum nach einer großen Spaghettiplatte, am 3 Uhr nachmittags, dann ist man bereit, ein kleines Nickerchen zu machen. Wenn meine Rede, können Sie schnell ein Nickerchen machen, weil ich nur ein Zeitfüllerin hier bin. Aber die ersten Resultate einer anfänglichen Müdigkeit ist, dass unser Frontalgehirn Exekutivfunktion, unsere Entscheidungen, unsere Reaktionszeit, unsere Leistung, das wird als erstes beeinträchtigt. Also nur Sigrun muss einen Vortrag halten und sie hat eine große Beeinträchtigung ihrer Entscheidungs- und Sprachfähigkeiten. Aber wir werden sehen, ob sie es gut macht. Ich glaube, sie kann sehr gut kompensieren. Morgen und heute Nachmittag werden wir ein bisschen mehr über Biologie, über Schlaf, über die innere Uhr und die wichtige Rolle des Lichts hören. Aber ich finde es wunderbar, wenn Sigrun uns mit die Dunkelheit und mit schönen Kleidern, die Licht reflektieren, endlich übernimmt. Ja. Das ist kein Vortrag vorbereitet. Ja. So, dieses Kleid ist ein normales Kleid. Ich hätte ein Foto, wo Martin Leutholz, der Designer dieses Stoffes hier, das ist hier im Publikum, und ich nehme an, Sie werden ihn sofort erkennen an seinem Hemd. Und ich muss sagen, es ist eine große Ehre für mich, dass er da ist, weil es ist selten, dass Künstler mit so kompetenten Menschen zusammenarbeiten können. Und Martin Leutholz und ich arbeiten schon seit 3, 4 Jahren mittlerweile zusammen zum Thema Slow Light. Und dieses Kleid, ich weiß nicht, ob Sie viel sehen oder wenig sehen, es fängt an zu leuchten. Ich geh mal da so hin. Können Sie vielleicht mal Fotos von mir machen mit Blitz? Oder vielleicht machen Sie ein Foto von mir mit Blitz? Yes. Sie sehen es immer nur, wenn das Licht von vorne kommt. Es hängt immer von der Reflexion ab. Ja, genau, die Streifen. Und wenn
wenn der Herr mich fotografiert und Sie stehen neben mir, dann sieht man nur noch die Streifen und Sie alle nicht. Das ist der Trick an dem Kleid. Und Bessie, machen Sie doch mal ein Foto, nehmen Sie doch Ihr Handy und blitzen drauf. Wie die wollen. Sieht man's? Ich glaube, je näher ich bin, desto besser. Sind das Reflexperlen? Wow. Es geht immer, das Licht geht immer so. Entschuldigung, können Sie bitte das Mikrofon nehmen? Wir hören draußen beim Dolmetschen. Ja? Bitte. Okay, danke. Okay, das Licht kommt immer von vorne und wenn es von vorne kommt, dann sehen Sie die Streifen. Wenn das Licht von oben kommt, eben Sonne tagsüber, dann sieht das Kleid ganz normal aus. Das heißt, dieses Kleid ist entwickelt worden, beziehungsweise die Stoffe, um sich auf eine halbwegs tragbare Art zu schützen vor zu viel Gefahr von Verkehr, von in der Nacht, bei Dunkelheit. Die Autoscheinwerfer, die sehen uns leider zu spät. Und darüber werde ich später im Vortrag noch vortragen. Ich gebe mal das Mikrofon zurück. So, das ist noch kurz zu dem Kleid. Ich hatte ein Foto, aber ich kriege es nicht auf meinen Computer mit Blitz, deswegen mussten Sie mich ja selber fotografieren. Wir haben dieses Slowlight-Stoffe, nenne ich das, deswegen begonnen zu machen und Martin Leuthold hat es Gott sei Dank weiter entwickelt und ich habe hier ein sehr schönes Stück Stoff hier, das ist graviertes, reflektierendes Material und Sie werden an dem Material erkennen, dass man das auf einem sehr hohen Niveau machen kann, eben Funktionalität und Design zu kombinieren. Und gleichzeitig auch Sicherheit zu bieten und schlussendlich kann das Leben retten in der Nacht. Ich gebe das mal durch und bitte wieder zurück zu mir. Weil das möchte ich nicht verlieren. Und Martin Leuthold hat in der Zwischenzeit auch schon eine ganze Kollektion mit diesen Stoffen gemacht, ganz unterschiedliche Verarbeitungsweisen. Und Dominik Zanol hat für mich dieses Kleid gemacht aus diesem Stoff. Das ist eine Designerin aus St. Gallen. Und ich hoffe, dass es ein Beispiel ist, auch für die Zukunft. Weil es ist notwendig, dass wir uns schützen. Die Gefahren werden immer größer. Und ich denke, als Künstlerin habe ich den Auftrag, auf solche Dinge hinzuweisen und vielleicht anzuregen, sodass tatsächlich die bei dann interessanten Menschen landen und in den Firmen landen, die das dann auch weitertreiben können. Und die Firma Schlepperstoffe, für die Martin der kreative Kopf ist, ist eine dieser Firmen. Und der Vorteil ist, dass er kann wirklich die Welt erreichen mit seinen Designs, weil er ist wirklich in der Top-Liga. Und wenn die Top-Liga da mal einsteigt, dann wird es schlussendlich irgendwann auch bei H&M landen. Das, also, so viel zu diesem Kleid. Sie werden später verstehen, warum ich das so sehr zelebriere jetzt. Eine zweite Sache wollte ich auch jetzt noch improvisiert zu Beginn ansprechen. Wir hatten gestern vorbereitet für heute Abend, es gibt eine Ansprache, es wird der Peter Backesch sprechen, es wird der Herr Buchmann sprechen, ich weiß nicht, ob noch andere Leute sprechen werden, aber wir haben das Licht schon hergerichtet für die Leute. Und wir hatten zwei Strahler ausgewählt. Der eine Strahler kam von hinten und der andere Strahler kam von der Seite. Und mehr Möglichkeiten hatten wir nicht, ohne die Leute gleich von Anfang an zu blenden. Und ich sagte immer, okay, ich will den Strahler von hinten, das macht es mystischer. Die Leute sind nicht mehr erkennbar, sie sind von hinten hell beleuchtet. Das Publikum ist beleuchtet, aber der Redner nicht. Und dann sagte mein Programmierer Matthias Burger, der auch wieder toll Arbeit geleistet hat, ist bei dem Projekt im Reininghaus. Übrigens heißt es Reininghaus und nicht Reinigungshaus. Aber ich finde das einen wunderbaren Versprecher. Ich werde das so weiterleiten. Und es ist
ganz interessant gewesen, weil dieser Programmierer, der hat Theaterlichterfahrung und er sagte zu mir, Sigrun, du musst beide Lichter verwenden, dass die Leute gut ausgeleuchtet sind und dass man hört, was sie sagen. Und da habe ich zum ersten Mal überlegt, ach um Gottes Willen, höre ich nicht, was sie sagen, wenn das Licht von hinten kommt. Und dann haben wir das noch, also wirklich früh am Morgen oder spät in der Nacht, noch ausprobiert, sicher 20 Minuten lang. Ich habe meine Mitarbeiter gebeten, stellt euch rein ins Licht. Ich habe meinen Programmierer gebeten, mach mal diesen Wechsel. Und dann haben die Mitarbeiter eine Rede gehalten, so spät in der Nacht. Und es ist wirklich so, wenn das Licht von hinten kommt und man sieht die Gesichter nicht, dann hört man es auch nicht, was die sagen. Wenn das Licht von Seite kommt und man sieht die Gesichter, dann hört man wesentlich besser, was die sagen. Und das finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis, die mir jetzt gestern Abend gekommen ist. Und ich halte das für einen Punkt, der gehört weiterverfolgt für Lichtplanungen, aber auch für Ausleuchtungen, sodass man auf dem basierend möglicherweise Energie sparen kann und schönere Ausleuchtungen auch schaffen kann. Und ich kann jetzt gleich den Peter Backisch fragen, in welchem Licht er denn stehen möchte heute Abend. Lieber von hinten beleuchtet, sodass man dich nicht hört, oder lieber seitlich? Er will gehört werden. Also das ist sehr wichtig und da möchte ich gleich überleiten zu einer Erfahrung, die ich gemacht habe, in Bezug auf Lichtverschmutzung oder Lichtemission. Wir hatten, also ich habe jahrelang das Licht verfolgt, beobachtet und bestimmte Mechanismen kennengelernt, wie das funktioniert, wie es nervt, wie man sich daran gewöhnt, wie es überrascht und so weiter. Und ich hatte dann ein Teil eines Buches gelesen von Reimer Buski, das ist ein Kognitionspsychologe, und der hat über Lärm geschrieben, über Lärmverschmutzung kann man sagen. Und über Lärm gibt es sehr viel Forschung, über Licht nicht. Und ich habe den angerufen, ich habe gesagt, Herr Buski, alles was Sie schreiben, all diese Lärmbelästigung, so wie Sie das benennen und so wie Sie das erleben, so wie das in der Gesellschaft stört und jeder kann das nachvollziehen, dass es stört, genau so kann man es eins zu eins aufs Licht übersetzen. Wieso schreiben Sie nicht einen Beitrag für mein Projekt Slowlight? Und er hat es dann radikal abgelehnt. Aber nicht, weil er nicht wollte, er fand das super interessant, sondern er ist Wissenschaftler und er muss das empirisch belegen. Er hat gesagt, Frau Appelt, das mag so sein, aber ich kann nur eine Aussage treffen, wenn ich das auch wirklich belegen kann. Und das ist der Vorteil von mir als Künstlerin, ich kann es auch behaupten. Und ich stehe jetzt hier und behaupte lauter Dinge. Und ich hoffe, dass die ankommen bei all den Wissenschaftlern, sodass da auch wirklich auf dem heraus die Dinge auch aufgebaut werden können und vielleicht auch Anregungen für neue Forschungsbereiche gemacht werden. Und ich behaupte sehr viel. Und das eine ist jetzt mal zum Beispiel die Behauptung, dass man weniger gut hört, wenn das Licht von hinten kommt und man das Gesicht des anderen nicht sieht. Das heißt, Augen und Ohren und alles sind enorm, sind intensiv miteinander verbunden und das eine ist vom anderen abhängig. Das heißt, wenn wir Licht planen, müssen wir auch das Hören planen, alles andere rundherum, um da wirklich effizient und gut damit umgehen zu können. Dann, ja, ich habe eine gute Nachricht für Sie alle, beziehungsweise auch für die Leute, die sich intensiv mit Lichtverschmutzung auseinandersetzen, mit den vielen Lichtemissionen, die versuchen, dagegen zu arbeiten. Und das versuchen sehr viele. Es ist ein schwieriger Prozess, der da stattfindet. Und die gute Nachricht ist, das heißt ja immer, und das haben wir auch heute schon gehört, die Nacht wird zum Tag gemacht. Und das ist definitiv nicht. Das ist jetzt auch eine Behauptung, Herr Wagner oder Ansel. Die Nacht wird nicht zum Tag und sie wird auch nie zum Tag gemacht werden können, weil wir scheitern an unseren körperlichen Grenzen und wir scheitern an technologischen Grenzen und wir scheitern auch an den Ressourcen unserer Erde. Und es ist wahnsinnig wichtig, das zu wissen, dass auch wenn wir es partiell versuchen, wir werden es nicht flächendeckend schaffen. Und die schlechte Nachricht folgt natürlich der guten Nachricht,
Es werden weiterhin viele Menschen versuchen, die Nacht zum Tag zu machen. Deswegen sind solche Veranstaltungen notwendig, wie sie hier stattfinden. Und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren mehr und mehr Leute dazu kommen, weil es ist selten, dass Licht so komplex betrachtet wird wie hier bei dieser Veranstaltung. Und das ist eigentlich fast einzigartig. Ich kenne sehr viele technologische Veranstaltungen, auch mit Medizinern, aber dass es vom kulturellen Bereich her betrachtet wird, dass alle, die Mediziner und die Techniker und Planer und so weiter, alle in einem Raum sitzen, das ist selten. Und ich finde, genau hier muss man ansetzen für neue Lösungen, wo man einfach gemeinsam zu besseren und neuen Lösungen und vielleicht auch neuen Wegen kommen kann. Das ist das eine. Und die ganz schlechte Nachricht ist, dass die meisten Menschen von denen, die versuchen, die Nacht zum Tag zu machen, sehr wohl wissen, dass das ein Problem ist, dass es ästhetisch oft wirklich widerwärtig ist und dass sie es aber trotzdem machen. Und sie machen es vor allem, um einen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Und das finde ich wirklich die allerschlechteste Nachricht. Und diese Menschen bringen natürlich ab und zu auch positive Dinge, also wenn Licht, wir brauchen Licht, es ist natürlich auch ein funktionales Ding. Und frage ich mich immer wieder, also mir passiert es ja auch immer wieder, ich kriege Werbe-E-Mails und Leute kommen zu mir, wollen mir Licht verkaufen für meine Projekte und so. Und ich frage mich immer, warum. Und das sind wirklich überzeugende Menschen, die sagen ebenso, Frau Klappenbach, dieses warme Licht gibt es in LED nicht, das gibt es sehr wohl in LED. Also die Technologie ist heute schon lange so weit, dass man auch das warme Kerzenlicht simulieren kann. Und das Problem ist, dass die meisten Leute das aber nicht wissen, weil einfach die Technologie zu schnell fortschreitet. Und dieses Wissen, dieses Manko an Wissen ist auch wieder der Vorteil von den Verkäufern, die dann das viele Licht verkaufen. Und ich frage mich eben immer, warum verkaufen die mir das? Sie verkaufen das ja auch anderen und sie verkaufen das ja auch sich selber. Weil schlussendlich alles, was im öffentlichen Bereich zum Beispiel stattfindet, das verkaufen die auch sich selber. Und das wird dann einfach die nächsten 10, 20 Jahre stehen bleiben. Und ich halte das für einen sehr schlechten Weg, auch für die Zukunft gesehen. Und jetzt komme ich zu einem eigentlichen Vortrag. Das ist so hoch. Also der eigentliche Vortrag ist jetzt tatsächlich ein Text, den ich ablese, weil es ein Thema ist, das mich sehr, sehr beschäftigt in letzter Zeit, was wiederum wieder mit diesem Kleid zu tun hat. Und da würde ich jetzt einfach mal ablesen und bei Fragen bitte unterbrechen Sie mich. Weil es kann sein, dass doch zwischendurch die eine oder andere Frage auftaucht. Licht ist ein uns Menschen faszinierendes Medium. Es kann sanft sein oder brutal, es macht sichtbar und unsichtbar zugleich. Das zum Beispiel werden Sie in Reininghaus heute Abend ganz sicher erleben. Sie werden Dinge sehen, die Sie vorher nicht gesehen haben, und Sie werden gleichzeitig nicht mehr am Licht vorbeischauen können zum Teil. Licht tritt erst in Erscheinung, wenn es von Materie reflektiert wird, wie auch Materie erst gesehen wird, wenn das Licht sie berührt. Das ist auch sehr wichtig, finde ich, weil von diesem Zusammenspiel von Materie und Licht hängt eigentlich auch ab, was wir dann visuell sehen. Also das Licht und das Beleuchtete stehen in enger Beziehung zueinander. Licht lässt das Beleuchtete schön oder hässlich erscheinen, wobei was als schön oder hässlich empfunden wird, immer auch kulturell, sozial und auch zeitlich geprägt ist. In Ländern, in denen sich Wohlstand und Wirtschaftswachstum etabliert haben, erhält ein täglich wiederkehrendes Schauspiel eines gewaltigen Kräftemessens künstlicher Beleuchtungen die Nacht. Wir, die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gegenden, inszenieren es selber. Wir sind die Nutznießer, aber auch Leidtragende des Wetteiferns der Lichter. Und viele übersehen, wie sehr sich die Bedrohung, die von Dunkelheit ausgeht, durch die Präsenz der zahlreichen Lichter verstärkt. Je heller die Nacht, desto bedrohlicher wird die Dunkelheit.
Es ist ein Trugschluss zu glauben, mehr Licht erzeuge mehr Sicherheit. Schon ein einzelnes helles Licht kann zu hohen Kontrasten führen, die das Auge irritieren und die Sicht in die restliche Umgebung verstellen. Die Augen passen sich den hellen Stellen innerhalb eines wahrgenommenen Bereiches an, nicht den dunklen. Charlotte Romet, falls das nicht stimmt, bitte gleich sagen, nein, falsch. Ist gut, okay, das ist jetzt ein Lob. Das am hellsten strahlende Licht gibt in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal vorsichtig, den Richtwert für die Art der physischen Reaktion der Augen. Zu viel Licht kann auf der Netzhaut Schäden verursachen. Adaptation nennt man den Prozess oder den Mechanismus, der Helligkeitsinformationen für das Wahrnehmungssystem verträglich macht. Je nach Lichtintensität verengen oder weiten sich die Pupillen und Rezeptoren auf der Netzhaut, die Stäbchen und Zapfen passen sich den verschiedenen Helligkeitsniveaus von taghell bis nahezu ganz dunkel an. Passt so? Gut? Da gehe ich jetzt froh. Nein, das war auch schon alles zu dem Thema. Aber die Basis. Und ich spreche eben solche Dinge an, ich bin jetzt hier nicht die Fachfrau. Aber es ist eine wichtige Grundlage und Basis, um da überhaupt zu neuen Wegen zu finden, dass man eben solche Inhalte auch weiß. Und deswegen finde ich es eben essentiell, dass Personen wie Charlotte Romet aus der Augenmedizin auch hier anwesend sind. Wenn also nachts mit künstlichen Beleuchtungen hohe Kontraste oder direkte Blendungen erzeugt werden, adaptiert das Auge hell und es wirkt nicht selten so, als befände sich außerhalb der beleuchteten Areale oder rund um einzelne Lichtpunkte ein endloses Schwarz, dessen Inhalt und Dimension nicht mehr zu erkennen sind. Gültigen EU-Verordnungen folgend steigen die Lichtstärken künstlicher Beleuchtungen bei Umrüstung auf neue Leuchtmittel und Lichtsysteme. Flächendeckend gleichmäßig laut Verordnung, um das Auge von jeglicher Irritation durch Hell-Dunkel-Kontraste freizuhalten. Ein ästhetischer Umgang mit Licht und Raum, der auch ein gutes Maß an Wohlbefinden erzeugt, wird dabei kaum berücksichtigt. Landauf wie Landab entstehen, häufig gefördert durch öffentliche Gelder, zonenheller Lichträume, die den Verordnungen entsprechend unser Alltagsbild prägen. Und hier ist auch wieder ein sehr wichtiger Punkt, da geht es um Verordnungen und Normen. Und ich habe erst vor 2 Monaten erfahren, dass die nicht bindend sind. Und ich habe jetzt gerade heute vor dem Vortrag auch Herrn Mark von der Energiewerke Graz, er ist hier, und ich habe ihn gefragt, stimmt das? Und er hat das auch eigentlich bestätigt. Und da würde ich gerne Herrn Mark bitten, jetzt oder im Anschluss, wie auch immer es besser ist für Sie, Herr Mark, das kurz zu erläutern. Vielleicht könnten Sie ganz kurz sagen, wie das ist mit der Verordnung, wie sehr man sie gesetzlich einhalten muss oder nicht. Ja, das ist relativ einfach. Es gibt keine Beleuchtungspflicht. Es gibt aber andere Gesetze, Wegehalter, Recht und so weiter, und das ist eine Haftungsfrage. Und natürlich auch, wenn man sagt, am Abend würde das Licht ausgeschaltet sein, wie würde sich die Stadt Besuchern darstellen? Aus dieser Sicht muss man sehen. Ja, das heißt, das ist einfach da, damit die Leute dem gewohnten Bild entsprechend eine hell beleuchtete Stadt haben und sich darin so. Auch Sicherheit. Die Sicherheit für die Personen, wenn man sich vorstellt, der Hauptplatz ist nicht weit weg und ich stehe im Hauptplatz und die Sackstraße wäre nicht beleuchtet, ich glaube, da würde freiwillig niemand hineingehen. Und glauben Sie, dass die Behauptung, die ich aufstelle. Nein, das ist auch gut so. Behaupten Sie, das ist gut, vor allem solche Dinge. Behaupten Sie bitte jetzt, oder sagen Sie, was Sie glauben, wäre es möglich, mit weniger Licht auszukommen in der Stadt? So, dass sich die Leute trotzdem sicher fühlen. Also, wenn ich die Stadt Graz hernehme, die ist sehr sparsam im Vergleich. Also, wir haben nicht so viel Licht. Allerdings, und das werden die Fachleute da bestätigen können, die Menge des Lichtes ist es nicht, weil das Auge sehr gut adaptieren kann. Es hängt mehr davon ab von der Gleichmäßigkeit und ob man geblendet wird oder nicht, wie viel man sieht und von der Sehleistung, was man machen muss. Wenn ich da was lesen muss, schaut es anders aus, als wenn ich mich orientieren muss. Also, ja. Es ist schwierig. Also wie gesagt, Beleuchtungspflicht in Wirklichkeit gibt es nicht. Es ist eher eine Haftungsfrage in erster Linie und natürlich auch andere Gründe. Und die absolute Helligkeit
ist nicht immer ausschlaggebend. Wir sehen manchmal auch beim Mondlicht schon und wenn ich in die Sonne einschaue, sehe ich, wenn ich unter ja nichts mehr. Ne? Also das, glaube ich, wissen wir auch alle, und das hat ja auch schon angesprochen worden. Ja, vielen Dank, Herr Marc. Also Mondlicht ist ein sehr schöner Hinweis, auch Mondlicht wirft Schatten. Das heißt, auch da sieht man sehr gut, wenn es da ist. Dann würde ich gleich mal weitermachen mit meinem Vortrag. Zunehmend gewöhnen wir unsere neue Lichtstärken an die monotone Wirkung flächiger Beleuchtungen, an das helle Licht der Schaufenster, der Geschäfte, der Werbeflächen, der Lokale, ja sogar in unseren privaten Räumen wird es heller. Gegenden mit dezent gehaltenen Beleuchtungen, in denen wir uns einst sicher fühlten, deren zurückhaltendes Licht uns vertraut war, empfinden wir heute oftmals als zu dunkel und in Folge als bedrohlich. Durch die Gewöhnung an viel Licht kann an weniger hell beleuchteten Orten, wo zuvor gefühlte Sicherheit vorhanden war, ein Gefühl der Angst aufkeimen. Und ich finde, anhand dieser ganzen historischen Beispiele kann man sehen, man hat sich immer mit mehr Licht und weniger Licht auseinandergesetzt und die Wahrnehmung hat sich eigentlich immer mehr und mehr an das mehr Licht gewöhnt. Und wenn wir uns heute vorstellen, bei Kerzenlicht, das auch mal als viel Licht gegolten hat, bei Kerzenlicht uns aufzuhalten, unsere Arbeit zu erledigen, dann ist es heute fast unvorstellbar, weil es als sehr wenig empfunden wird. Wir sind mit Sinnen und Sensoren ausgestattet, die uns neben dem Sehen auch ein Hören, Riechen oder Fühlen erlauben. Unsere Sensoren melden, wo mögliche Gefahren lauern, sie führen uns. Wahrgenommenes wird mit schon Erlebtem abgeglichen und zugeordnet. Je mehr die Sinne sich entfalten können, desto mehr tragen sie zu unserer Sicherheit bei. Deshalb ist es wichtig, sie zu schulen. Nur, wo können wir sie schulen bei all dem Licht um uns herum? Vielleicht sollten wir häufig im Dunkeln tappen. Wäre nicht schlecht. Und das habe ich geschrieben, noch bevor ich dieses Erlebnis gestern hatte, eben, dass unsere Sinne eigentlich viel mehr angesprochen werden bei Licht oder bei wenig Licht oder je nachdem, wie das Licht eingesetzt wird, als ich es erahnt habe. Also mit diesem Hören und Nichthören, je nachdem, ob Licht vorhanden ist oder nicht oder in welcher Form es vorhanden ist, muss man sagen. Statt dem dunklen Dappeln steigert sich das allgemeine Bedürfnis nach mehr Licht kontinuierlich. Der Alltag ist auf den zunehmenden Einsatz von künstlichen Beleuchtungen ausgerichtet. Die Wahrnehmung passt sich den Lichtmengen und Lichtstärken an, sodass sich viele Menschen unserer Regionen inmitten der nahezu allgegenwärtigen, kontinuierlich heller werdenden Lichtern am sichersten fühlen. Ob wir die Nacht ganz abschaffen würden, wenn wir könnten, ist hier schon die Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass manche danach streben würden. Hohe Lichtstärken oder extreme Hell-Dunkel-Kontraste reißen unsere körperlichen Grenzen. Wer kennt nicht diesen kurzen, stechenden Schmerz, den direkte Blendung verursachen kann und der uns sofort wieder wegschauen lässt? Niemand blickt freiwillig minutenlang in direktes Sonnenlicht zum Beispiel. Auch Kleinkinder tun das nicht. Alle schauen weg, sobald die Adaptation der Augen alleine nicht mehr genügend Schutz vor Schäden bieten kann. Und das ist sehr wichtig. Also wir sind auch mit einem natürlichen Schutz ausgestattet. Und es gibt eben diese körperlichen Grenzen. Und das kann auch massive Folgen haben, wenn da zu viel Licht auf unsere Netzhaut tritt und so weiter und so fort. Aber da bin ich eben auch nicht die Spezialistin. Ähnlich reagieren wir auf Blendpunkte neuer LED-Leuchtmittel, deren Leuchtdichten die Augen stärker belasten als die der herkömmlichen. Es wäre durchaus ratsam, genauer hinzuschauen und über die vielfältigen Konsequenzen solcher Blendungen nachzudenken. Angenommen, Straßenbeleuchtungen und Umgebungslicht werden auf ein Maß reduziert, das den physiologischen wie auch sensitiven Möglichkeiten der menschlichen Wahrnehmung angepasst ist, dann braucht es erstmal eine Phase der Gewöhnung und Neuorientierung, bis darin ein Gefühl des Wohlbefindens und der Sicherheit entstehen kann. Kommt in einer dementsprechend zurückhaltenden Beleuchtungssituation ein Auto mit dem heute üblichen hellen und präzis geführten Scheinwerferlicht entgegen, dann sind Personen in Straßennähe unwillkürlich einem hohen Kontrast ausgesetzt und zudem geblendet. Je dezenter das Umgebungslicht in solchen Fällen ist, desto länger benötigen die Augen, sich wieder auf das Umgebungslicht einzustellen, nachdem das Auto wieder vorbei ist. Als Folge kann kurzfristig ein Hindernis übersehen werden.
Wesentlich gefährlicher allerdings ist, dass der Lenker selber oder die Lenkerin die Personen oft erst wahrnehmen, wenn das Scheinwerferlicht sie direkt erreicht hat. Wenn also kaum mehr Zeit bleibt, um schnell genug zu reagieren, denn der Anhalteweg bei 50 km/h beträgt 27,5 bis 40 Meter. Bei 70 km/h sind es 45,5 bis 70 Meter und bei 100 km/h schon 80 bis 130 Meter. Bei Gefahrenbremsung gilt jeweils der kürzere Weg. Ein durchschnittliches Scheinwerferlicht im Abblendmodus, das ist der ganz normale Modus, hat eine Reichweite von 50 bis 70 Meter. Bis 50 km/h liegt das in einem relativ sicheren Bereich, sofern das Hindernis von vorne kommt. Doch was passiert, wenn ein Hindernis von seitlich ins Licht tritt? Da bleiben vielleicht keine 27,5 Meter mehr. Je stärker der Kontrast zwischen hell und dunkel ist, desto mehr stresst er die Augen und desto dunkler wird das Dunkel. Je heller und präziser die Autolichter sind, desto mehr Stresspotenzial steckt also in ihnen. Das hat Folgen für die Art von öffentlichen Beleuchtungen, meiner Meinung nach, und das ist jetzt die Behauptung, der man unbedingt nachgehen muss, auch meiner Meinung nach. Erzeugen Scheinwerfer von Fahrzeugen hohe Kontraste, dann kann ein flächendeckendes, helles Umgebungslicht diese Kontraste entschärfen. Also kommt der Scheinwerfer, man wird geblendet oder es ist einfach so ein heller Lichtraum, den er mit sich führt, dann ist es eigentlich fast notwendig, dass man die Umgebungsbeleuchtung angleicht, damit die Bremswege eingehalten werden können. Also, dass der Autofahrer nicht irritiert ist zwischen hell und dunkel und genug Zeit hat zu bremsen. Also das heißt, um gute Sicht zu gewährleisten, muss das Umgebungslicht reagieren. Die verschiedenen Lichter reagieren also aufeinander und passen sich an. Werden die Scheinwerfer der Fahrzeuge heller, wird früher oder später auch das Umgebungslicht heller. So gesehen hat jede neue Entwicklung von Scheinwerfern der Fahrzeugindustrie eine direkte Auswirkung auf öffentliche Beleuchtungen. Der berechtigte Wunsch nach Sicherheit und guter Sicht gibt den Anlass dafür. Es wäre durchaus sinnvoll zu erforschen, wie sehr sich das Umgebungslicht bebauter Gebiete in den letzten Jahrzehnten den Lichtern der Fahrzeuge angepasst hat. Die Wechselwirkung von Fahrzeugscheinwerfern und Umgebungslicht ist gegeben. Die Anpassung von öffentlichen Beleuchtungen an das fahrende Licht findet allerdings in einem schleichenden Prozess statt und wird wohl deshalb nicht erkannt. Das Ausmaß und die Folgen der Wechselwirkung von Scheinwerferlicht und öffentlichen Beleuchtungen dürfte den Verantwortlichen aus Industrie und Politik nicht genügend bewusst sein, wie ich schon sage. Es ist ein Thema, das bislang nicht besprochen wurde, jedoch besprochen gehört, weil es einen großartigen und sinnvollen Ansatz zu einem ganz neuen Denken für zukünftige Planungen von Licht- und Verkehrssicherheit bietet. Schon nächste Entwicklungsschritte bei Fahrzeugscheinwerfern und Beleuchtungssystemen können positiv beeinflusst werden. Es geht nicht zuletzt auch um die Zukunft der Nacht. Die kurzen Anhaltewege bei Abblendlicht, dem normalen Scheinwerferlicht, sind allgemein bekannt. Die Hersteller der Scheinwerfer reagieren seit Jahren mit verschiedenen intelligenten Lichtsystemen, so nennen die das, wie zum Beispiel den adaptiven Fernlichtassistenten, die sich noch optimaler den Gegebenheiten anpassen. Also Autos mit Fernlichtassistent fahren, wann immer es geht, im Fernlichtmodus, also noch mehr Licht. Die Scheinwerfer sind mit einer Kamera mit intelligenter Bildauswertung ausgestattet. Sobald die Kamera keine anderen Fahrzeuge mehr erkennt, wird vom Abblendlicht auf Fernlicht umgeschaltet. Noch mehr Licht also auf unseren Straßen. Erst wenn die Kamera etwas registriert, das andere Verkehrsteilnehmer sein könnten, wird wieder abgeblendet. Bald fahren die Autos ganz ohne von Personen gesteuert zu werden. Vielleicht verschwinden dann die hellen Scheinwerferlichter von den Straßen und in Folge wird unser Umgebungslicht wieder zurückgedimmt. Nun gibt es seit der gesetzlichen Abschaffung der Glühbirne, dem Leuchtmittel, dessen Farbspektrum der Sonne am ähnlichsten ist, erstmals eine Art kollektives Nachdenken über die Qualität von Licht. Und das ist vielleicht wirklich die positivste Auswirkung der Abschaffung der Glühbirne. Früher war das Design einer Leuchte wichtig, heute wird mehr Augenmerk auf die Lichtqualität gelegt. Immer mehr Menschen interessieren sich für Wirkungsweisen und Nutzungsmöglichkeiten von Licht, doch viele sind überfordert von dem Überangebot an neuen Systemen und Leuchtmitteln. Und manche erkennen eine Chance darin, mit einem umfassenden Verständnis
für Licht und dessen Auswirkungen auf den Menschen, ganz neue Lösungen zu finden, bei denen auch die Vorteile neuer Entwicklungen gezielt zum Einsatz kommen können. Was kann bei dem Zusammenspiel von Autolichtern und öffentlichen Beleuchtungen überhaupt getan werden, um dem Wetteifern der Lichter und dem unsere körperlichen Grenzen herausfordernden mehr an Licht Einhalt zu gebieten? Es ist wichtig, die Zusammenhänge zu erkennen und die Beziehungen der Lichter untereinander ernst zu nehmen. Wenn ein Licht heller wird, muss das andere reagieren. Wenn eines gedimmt wird, stellt das andere eine potenzielle Gefahr dar. Unsere Sensoren und Sinne benötigen ein Umfeld, in dem sie sich entfalten können, ganz wichtig. Politische Entscheidungsträger sind hier gefordert. In der Forschung können neue Ziele formuliert werden und in der Wirtschaft kann ein Umdenken zu neuen Produktentwicklungen führen, die auf Basis unserer visuellen, körperlichen, emotionalen und auch ästhetischen Wahrnehmungsebenen entstehen. Goethes letzte Worte, mehr Licht, sofern sie es denn waren, ich glaube sie nicht, verblassen angesichts des Ausmaßes an künstlichen Beleuchtungen der heutigen Zeit und dem Streben einer Wohlstandsgesellschaft, die Nacht zum Tag werden zu lassen. Das war der Vortrag.